So, meine Freunde, ich habe mal das Pokalfenster nicht verpasst und wir spielen jetzt den Cup. Ja, ein bisschen zumindest. Ja, wir nehmen für diese Cup-Runde City. Habe ich einfach Bock drauf und joa. Ich habe schon zwei, drei Spielchen gemacht im Cup und bin ehrlich gesagt immer relativ früh ausgeschieden. Boah, aber da habe ich halt für mich gespielt und ich kann gar nicht mehr spielen, wenn ihr nicht dabei seid. Deswegen jetzt wieder mit Aufnahme und wir spielen gegen Chelsea ein rein englisches Duell hier in der ersten Runde. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Wir spielen von links nach rechts. Ja, sehr einfallslos hier, Richards. Ja, sollte der Pass durchgesteckt werden, das klappt nicht. Aber jetzt schön rausgelegt zu Silva. Der kann flanken. Balotelli kommt da fast an den Ball. Ja, ich habe hier den Tipp eines Abonnenten mal angenommen und habe einfach mal Balotelli aufgestellt. Werde aber wahrscheinlich zur Pause oder spätestens, wenn es angebracht ist, Tevez bringen für ihn, weil Tevez einfach von der Sprintgeschwindigkeit her der etwas bessere ist. Und ja, Speed ist schon ein sehr wichtiger Skill in FIFA. Muss man einfach mal so sagen. So, David Silva. So, erstmal wieder reinkommen hier ins Spiel. Schön durchgesetzt, die Flanke. Und da ist schon Balotelli. Da hätte es sich ja fast gelohnt, nach wenigen Sekunden. Eckball Silva. Ecke gut, Richards. Auf den Kopf, glaube ich, vom Verteidiger hier von Chelsea. Ne, Kompanie war es. Ja, köpft ihn an. So, es gibt nochmal Ecke. Bisschen zu weit. Aber Balotelli kriegt das Leder, zieht ab. Bleibt hängen und jetzt gibt es die Kontermöglichkeit hier für Chelsea. Cole. Nein, so nicht Cole, aber er bleibt im Ballbesitz. Wirft den Ball zurück zu Terry. Und dann schön geklärt hier wieder von Richards. Und was mir noch aufgefallen ist, bei den Spielen, die ich gemacht habe, das waren zwei oder drei Stück, es fielen immer sehr, sehr wenige Tore. Meistens ging das Spiel 1-0 aus. Schauen wir mal, ob wir das jetzt ändern können, wenn die Kamera wieder läuft. Kein Foul. Der Pass war zu kurz. Und der war noch viel kürzer. Touré muss es alleine machen. Schöne Parade von Peter Cech, der hier schnell abtaucht. Und somit das Tor verhindert. Aber es gibt wieder Ecke. Alles drückt. In der Mitte keine Anspielstation. Ach, schade, schade, schade. Ja, City das etwas bessere Team auf jeden Fall, kann man so sagen. Aber dann dieser Konter. Oh, den verballert er aber, Meireles. Raúl Meireles. Der einmal geschlafen in der Defensivbewegung. Und schon wird es brandgefährlich. Aber auch schöner Pass genau in die Schnittstelle. So wie dieser Pass hier auch. So, Balotelli soll geschickt werden. Ganz sicher und souverän geklärt hier von Chelsea. Jetzt wieder schön rausgelegt auf den Flügel zu Mata. Flanke aber. Oh, ich wollte gerade sagen, Flanke viel zu weit nach hinten, aber dann dieser schöne Fallrückzieher. Aber da fehlte dann doch ein bisschen was. Balotelli auch noch mit einer ganz guten Chance bei uns. Ansonsten im Sturm noch eher Fehlanzeige. So, den Ball holt sich Nasri. Flanke abgeblockt. Eckball. Nummer 4, glaube ich. Und irgendwann muss doch mal so eine Ecke sitzen. Wieder nicht ungefährlich hier. Gibt Abstoß. Für City, für Chelsea. So, Cole jetzt wieder. Über die linke Seite ist Chelsea am gefährlichsten. Mata.
Aber bei Flanken, ihr wisst, da sind wir jetzt nicht so anfällig. Der Pass schlecht. Die Idee war vielleicht gar nicht mal schlecht, aber die Ausführung dann ließ sehr zu wünschen übrig. Silva kann flanken und holt die nächste Ecke. Oder war es ein Abstoß? Ich weiß es nicht. Nein, war wieder eine Ecke. Richtig gesehen. Aber die Ecken sehr, sehr ungefährlich. Oh, er bleibt im Ballbesitz. Ganz, ganz schlimmer Fehler. Aber hier auch schön verteidigt dann von Lescott. Und wieder läuft die Angriffswelle der Citizens. Schön gespielt, genau im richtigen Moment. Dachte ich zumindest. Das ist auch ein schöner Pass. Da zieht er dann einfach mal ab. Er hätte auch passen können. Wieder ist er es. Und dann springt er in den Ball. Balotelli macht doch jetzt sehr viel mehr Wirbel als Agüero. Muss man sagen. Aber es fehlt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit hier bei Balotelli. Und wieder über Lampard jetzt. Lampard wird bewacht von Kompanie. Ne, von Richards ist das. Dann schön freigespielt. Und die Flanke war gar nicht mal so schlecht. Touré. Schöner Pass. War es abseits? Er zieht auf jeden Fall direkt ab. War kein Abseits. Schöne Parade wieder von Cech. Schön gespielt hier. Und dann nimmt er den Ball. Mit vollem Risiko. Eckball. Lescott. Und wieder ist es Cech. Der Ball will nicht ins Tor. Balotelli kann flanken. Da fliegen sie in der Mitte um. David Luiz. Lange, lange nichts mehr zu sehen jetzt von Chelsea. Lampard jetzt vielleicht mal. Spielt hier den guten Pass. Und als hätte ich es beschworen. Eine sehr gute Möglichkeit. Ja, wir verändern erstmal noch nichts. Aber Tevez wird kommen. Schöner Pass hier auf Nasri. Flanke gut. Oh, viel Glück da, dass er im Ballbesitz bleibt. Oh, das war natürlich auch wieder ganz schlecht gemacht hier von Richards. Flanke gut. Joe Hart holt sich das Ding. Schöner Pass. Jetzt vielleicht direkt weiterspielen, jawohl. Agüero. Zaubert sich hier durch. Zieht ab. Auch Agüero endlich mal mit einer guten Aktion hier. Nochmal zu sehen. Aber Cech auf dem Pfosten. Eckball. Nummer 70.000. Der Nachschuss auch abgeblockt. Und dann viel Platz hier. Aber auch dieser Schuss. Überhaupt kein Problem für Peter Cech. Und die Konterwelle läuft schon wieder. Aber schön aufgepasst hier jetzt von der Verteidigung. Und City wieder mit dem Spielaufbau. Aber schön dazwischen gegrätscht jetzt in einer richtig guten Position.
Ja, Drogba eiert dann zu lange rum. Wieder ganz mieser Fehler da im Aufbau. Ich würde sagen, jetzt ist es auch an der Zeit, etwas im Teammanagement zu unternehmen. Ja, und wir entscheiden uns hier für Agüero heute, der mir heute nicht so gut gefiel. Und bringen dafür Tevez. Also hat sich Balotelli schon ein bisschen empfohlen. Ja, und hoffen wir einfach mal, dass mit Tevez jetzt ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Das wäre zu wünschen. So, Freistoß erstmal. Ball muss geklärt werden. Mal sehen, ob wir das goldene Händchen haben mit Tevez. Auf jeden Fall kriegt er diesen Traumpass hier. Tevez! Er nutzt diese Riesenchance nicht. Bekommt da diesen Traumpass. So, hier Gewurstel. Und wieder so ein katastrophaler Fehlpass. Wieder schöner Pass raus zu Tevez. Er muss ein bisschen... So, Flanke kommt dann. Zweiter Pfosten. Klischee dann mit dem Schuss und wieder in Station. Peter Cech. Wieder ein Ball, der hier richtig gut abgefangen werden kann. Boah, interessantes Spiel hier auf jeden Fall. Wie das so ist mit den Spielen, geht das dann meistens nach hinten los, wenn man die Chance nicht nutzt vorne. So, Mata jetzt. Und wieder abgefangen, De Jong. Schade, da fehlte ein Schritt von Tevez. Dann wäre es hier wieder vielleicht gefährlich geworden. Oh, hatte er den Ball schon. So, Balotelli. Vorbei hier an Kahl. Flanke Balotelli, aber die war auch jetzt nicht sonderlich gut. Der im Ballbesitz. Klasse Pass hier jetzt auf Tevez. Der bleibt im Ballbesitz, kann schießen und wieder ist es Peter Cech. Unglaublich. Was Chelsea jetzt hier liegen lässt, City jetzt hier liegen lässt an Torchancen. Das reicht ja für zwei Spiele. Normalfall für uns, nicht wahr? Balotelli setzt sich hier gut durch. Jetzt vielleicht. Oh, wieder ist es Peter Cech, der hier rettet. Note 1 für Cech. City dreht weiter an der Temposchraube. Macht kaum Fehler. Sagte ich und machte einen. Flanke ist ungefährlich. Und der Ball schnell wieder in die Offensivabteilung. Oh, den kann er nicht kriegen, nee. Ja, wird es hier Verlängerung geben, meine lieben Freunde? Jetzt gibt es erst vielleicht mal noch einen Wechsel. Dann gucken wir auch nochmal, ob wir auch noch was machen können. Oh, Nasri sieht auch schon ziemlich fertig aus. Bringen wir mal Milner. Und unseren guten Linksverteidiger Klischee werden wir auch mal eine Pause geben und bringen Kolakov. Damit haben wir dann unser Auswechselkontingent auch erschöpft. Was für ein Fehlpass hier. Sprach ich eben noch von gutem, fehlerfreien Spiel. Strafe ich mir selbst Lügen jetzt. Aber dann wieder schöne Doppelpassserie hier mit De Jong. Und dann dieser Krüppelpass hier.
Ja, und ich hatte es ja schon angedroht. Es fallen wenig Tore in diesem Cup. Silva jetzt nochmal. Hat Platz. Kann flanken. Balotelli. Ah, es soll einfach nicht sein heute. Wie sollen wir denn bitte diesen Tschech im Elfmeterschießen bezwingen? Falls es zu einem kommt. Unser Ziel muss es einfach sein, vorher ein Tor zu erzielen. Oder den Gegner nochmal zu Fehlern zwingen. David Luiz jetzt hier erstmal nochmal. Boah, was für eine Riesenchance. Torres wäre hier fast da gewesen. Guck nochmal rauf. Völlig allein und Riesenparade hier von Joe Hart. Jetzt auch der erste Eckball für Chelsea. Vielleicht können wir jetzt mal kontern aus einer Ecke. Nein. Das Spiel ist vorbei. Die reguläre Spielzeit zumindest. Wir müssen in die Verlängerung. Das macht den Pokal aus. Schauen wir mal, wie es abgeht. Balotelli. Schöne Passidee hier eigentlich. Ja, haben sie Kräfte geschont, Chelsea? Es sieht fast so aus. Uppala, was macht denn Tevez hier? Kann sich hier nicht durchsetzen. Was ist dein Nervenkrimi? Umgerissen. Klarer Freistoß. Ich glaube, so ein Elfmeterschießen hatte ich selber auch noch gar nicht. Also, wir hätten das Spiel natürlich klar machen müssen schon. Das war natürlich auch ein Pass, der sehr interessant war. So, jetzt nochmal Flanke. Boah. Und wieder schön verteidigt. Jetzt so langsam haben sie es dann jetzt auch besser raus mit dem Verteidigen. So, Balotelli. Balotelli! Kann da abziehen, wird nicht angegriffen. Aber Schuss wieder harmlos. Tevez ziemlich blass nach seiner Einwechslung. Jetzt vielleicht die Riesenchance. Wollte er nochmal querlegen. Prinzipiell war es ja auch eine gute Idee, da nochmal quer zu legen. Aber das muss dann besser funktionieren. Balotelli nochmal. Jetzt vielleicht die Flanke. Gut gespielt. Mit Tempo kam er da an. Oh, was für ein dramatisches Spiel. Immer noch 0:0. Entschuldigung. Mann, da ein Frosch verschluckt. Ja, wir können nichts mehr machen. Unser Gegner hingegen kann noch wechseln. Da nimmt er ja Schech raus. Das wäre doch mal ein guter Wechsel. Er bringt Storage nochmal einen schnellen Mann für die letzten Minuten. Die letzte Viertelstunde. Wer kann nochmal Kräfte mobilisieren hier? Puh, die Riesenchance hier für Chelsea. Da liefen wir nur hinterher, in der gesamten Szene. Schön abgefangen wieder unseren Pass hier. So, Tevez.
im Zweikampf. Nur zwei der Sieger. Schön abgefangen jetzt. Und dann ist es Balotelli und da ist drin. Balotelli. Das gibt es doch gar nicht. Balotelli, 112. Spielminute. Doppelpass mit Tevez. Und dann sitzt der Ball. Ist es denn zu glauben? Und es ist ja auch nicht unverdient, auch wenn jetzt Chelsea mal gute Chancen hatte. Wir hatten die Chancen am Fließband. Am Fließband wollte ich sagen. Schade, da sollte der Pass auf De Jong kommen. Boah, Sturridge, da überrennt er ihn. Und er macht ihn. Lukaku mit dem Ausgleich. Unfassbar. Im Gegenzug, ja. Im Gegenzug der Ausgleich, aber... Es war ja nur ein Schüsschen auch eigentlich. Da verstehe ich nicht ganz, wie der da so irgendwie Joe Hart auf dem falschen Fuß erwischt. Gut, die Tore fallen also noch. Und jetzt ist Tevez auf einmal durch. Tevez! Oh Gott, da wollte er ihn sich auf seinen Rechten legen. Kein Abseits hier von Balotelli und der passt auch wieder. Ist es denn zu fassen? Balotelli und der 19. Was für ein verrücktes Ende ist das denn, bitteschön. Was geht denn hier ab zur Hölle? Und Balotelli ist nochmal durch. Und Peter Cech kann hier nochmal das 3:1 abwehren. So, gibt nochmal Eckball. Balotelli. Und dann die Direktabnahme. Und dann war es das. Wir gewinnen also dieses hochdramatische Spiel in der Nachspielzeit. Ja, meine Freunde. Ich würde sagen, wir spielen dann einfach mal weiter. Also, bis gleich.